hat sich schon natürlich das ein oder andere, also mal eine Spinne, mal ein Skorpion oder so. Und die sorgen wirklich sehr, sehr gut dafür, dass es da einfach ruhig bleibt, dass die Gäste da saubere Bungalow-Bereiche haben. Genau. Was ich vielleicht noch ganz gerne ergänzen würde, ihr seht links den Steg. Da beginnt unser Strand, das ist die linke motorisierte Wassersportstation. Und wo endet unser Strand? Auf der rechten Seite, das seht ihr mit den Fähnchen, das ist grün überdacht. Das ist unsere rechte Wassersportstation, wo wir nicht motorisierten Wassersport immer anbieten. Ich glaube, das hat ganz gut auch aufgezählt. Ansonsten, wenn wir jetzt über dieses Waldstück noch das Bier hinweggehen, dann seht ihr schon die Schirme, da beginnt so ein Strandabfall, der ist relativ großflächig. Was auch ganz besonders bei uns ist, wir liegen nicht sehr nah beieinander, wie ihr es zum Beispiel hier drüben rechts bei dem Hotel seht, sondern wir haben wahnsinnig viel Platz zwischen den Liegen. Also zwischen jeder Doppelliege eigentlich 2 Meter. Wir gehen dann später nochmal unten entlang, da könnt ihr euch wirklich auch ein Bild machen. Wir haben den Grünstreifen, wo die Leute auch gerne auf der Wiese liegen können. Also es ist wahnsinnig vielfältig, verschiedene Relax-Bereiche, wie den Secret Garden, der nur für Erwachsene ab 16 ist. Wir haben den Relax-Garten, wirklich, wo man einfach mal Ruhe hat, keine Musik, nicht am Activity Pool irgendwas mitbekommt, weder am Strand irgendwie Aktivitäten sieht oder vom Wassersport was hört. Also wirklich sehr, sehr vielseitig dieses Hotel auch. Gegenüber von uns sehen Sie das Baba Island, wird auch genannt Haseninsel, weil viele Hasenbewohner oben sind. Und nur so nebenbei, Sie haben sogar WLAN-Verbindung. Drüben auf der Insel, ob Sie es mir glauben oder nicht. Total ernst, wirklich. Wir sind gestern rumgeschippert mit dem Katamaran und haben es gesehen, das Wireless Learn. Yeah.